Hallo und willkommen, der NRW über 18 hier und seid ihr bereit fürs Finale? Ich bin auf jeden Fall bereit und ich denke mal, ich habe so einen Geruch in der Nase, dass wir in dieser Folge dieses Spiel hoffentlich beenden können. So, also in der letzten Folge haben wir hier bei Herman uns wieder eine Krücke geholt und ja, wenn ich mir das mal so logisch durchdacht habe, ist es ja so, dass wir den Superdünger brauchen, um die Sahne herzustellen, die wiederum wir brauchen für das Sandfisch. So, und natürlich auch ein Samen. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal bei ihm Sachen verkaufen, damit wir dreimal Samen bekommen. Ja, ja, ja. So, right now, I'm buying Fondue. Fondue jetzt habe ich nicht. Also, jetzt geht es also jetzt hier erstmal wieder an die fröhliche Raus-Reingetaktik und das werde ich euch ersparen. Right, I'm buying. Holzpferdchen habe ich ein. Du hast doch ein Holzpferdchen da stehen. Du verkaufst die und. Egal. Werde ich euch das ersparen und wenn ich hier meine drei Samen habe, das hört sich verkehrt an. Flaschen, ja, eine kann, nee, ich kann ja keine geben, ich brauche nachher noch eine für die Sahne. Ach komm, das finde ich schneller. Not bad. What? So, Nummer eins. Weil in der Müllhalde finde ich, glaube ich, schneller eine Flasche als bei ihm hier etwas Passendes zum Verkaufen. Und deswegen denke ich mal, war das jetzt hoffentlich eine gute Idee. Für Schlüssel habe ich nicht. Also, die anderen beiden, die erspare ich euch. Ich werde das schneiden. Bis gleich. I'm buying toy soldiers now. Not bad. Na, what? Endlich. So, sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch Wasser. Ich hatte gerade eben hier draußen mal geguckt und siehe da, auf dem Platz mit dem großen Frosch waren noch einige meiner Sachen. Zeige ich euch. Da. Herrlich, oder? So, Wasser habe ich hier auch. Herrlich, herrlich, herrlich. This might so, dann. Come in. Zack. This might come. Zack. This might come. Nehmen wir einfach mal mit. What a. So, jetzt holen wir uns die Sahne. Ach nee, ich muss auch eine leere Flasche haben für die Sahne. Na, da ist auch ein Stück Holz, hätte ich mir auch das wieder machen können. Naja, gut. So, jetzt hier den Superkeim. Sit und den zweiten Sit. So, den Nagel habe ich auch. Treffen wir den Nagel auf den Kopf. It's leak. Sehr schön. So, raus, reingetackt, die Kühe sind alle wieder weg. Herrlich. Wir haben alles zusammen. Also, wenn das jetzt das wirklich ist, dann ist es eigentlich genauso wie im Guten. Also dann finde ich da jetzt gar nicht so einen großen Unterschied. Und das ist dann echt schade. Halt! Ach nee, ich dachte, da sitzt einer. Ist klar. Aber jetzt ist er nicht da. Genau, weil er ja noch eine Maus ist. Gut, das heißt, ich muss mich hier selbst bedienen, wa? Und jetzt kann ich selber auf den Knopf drücken. A good old fish cream machine. Ja, sehr schön. So, jetzt haben wir das. Und jetzt war es ja so, dass wir zur Stimme der Vernunft hier in die Stadthalle müssen. Auch wieder hier unten rum. Ah, ja. Warum hat er nur die Tür zugemacht? So, jetzt hier hoch. Ach, guck mal, der Teppich ist weg. Das ist ja interessant. So, jetzt zeigen wir ihm das mal. That will undoubtedly be useful in the right place. Hier nämlich. I can override that requirement just long enough for us to get a preview. Ja, ja, mach mal. Malcolm did not kill us. There is a curse on the enchanted knife. Any person of royal Carandian blood who handles the blade will be stabbed to death. Na, das wissen wir ja. So. Und jetzt, ganz wichtig, das war nämlich mein Fehler im Let's Play. Ich hatte ihm, bevor wir das hier gemacht hatten, das Sandfisch gegeben. Und jetzt gehen wir es ihm danach. Na? Excellent. You have assembled all the required elements. Ich fasse es nicht. But how are we supposed to get the Carandians in here? They won't budge. If they won't come here, we will have to visit them in the parlor. Genau. Der bis gerade eben ja noch leer war. Ja, es funktioniert. Es ist wirklich genau wie im Guten. Ja, tatsächlich. Aber sie sind alle noch Mäuse.
Okay, und jetzt, genau, habe ich nur noch das hier. Ja, Freunde, dann war es das schon. Schade. Ich hatte recht mit dem Finale. Auf geht's. Malcolm did not kill us. There is a curse on the enchanted knife. Any person of royal Carandian blood who handles the blade will be stabbed to death. I don't think they're convinced. They think this is just a parlor trick. Isn't there any more convincing proof? Let us view the events in question. It was many years ago. Malcolm and I were alone in the dining room. We had roasted a delicious Carandian pheasant for dinner. I grasped the knife, which had been a present from an anonymous admirer. The rest you can see for yourselves. As you have seen, my faithful cousin Malcolm is innocent. I think you, Kallik, have particular need of delivering an apology. Congratulations, Malcolm. Nice to have you back. It's about time. What a pain in the butt this has all been. Who cares? What's fun about this? I suppose I owe you an apology. Ooh! Now that's fun! Grovel some more, you liar! You cheater! You low-life scum! You... Say, Kallik, who handles your conscience work? You have any openings? Maybe some consulting work? Anything fun you can throw my way? So... does this mean I'm your uncle? Your mother's half-cousin? Hip, hip, who cares? Let's go take that nap. I'm glad that's over. Next on my agenda is a nice long nap in my own bed. What's fun about that? At last. Yeah, you did good. And you scored a lot of points, too. Good evening, sir. Don't be alarmed. I've thrown down that dirt to provide a demonstration of the remarkable ZQ4000 vacuum and home hygiene system. And I'd like to demonstrate the Malcolm 4000 unwanted salesman removal system. Excuse us, but we're still mice. Could you change us back? Xanthia is out of cheese! You're not very good at interpersonal relationships, are you? Beat it! I'm taking a nap here. There you are! Did
you forget about us? Daddy! Tja, Freunde, das war es also dann jetzt nun endgültig, auch mit den Bonusteilen und dem bösen Part von Malcolm. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass es mehr Unterschiede gibt, aber nun gut, auch jetzt im Abspann, da waren die beiden ja noch Mäuse, also das war auch minimal anders, aber naja. Aber trotzdem, schön, dass wir es gesehen haben. Übrigens hat man mir geschrieben, es würde auch möglich sein, beide, also den Bösen wie auch den Guten, mitzunehmen, aber dann wäre es auch nicht wirklich anders als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Ja, also insofern haben wir jetzt Kyrandia 3 auch komplett durchgespielt und haben alles gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Kyrandia-Reihe hat euch gefallen, denn die endet jetzt leider Gottes hiermit. Und ja, sie war sehr schön. Ich bin mega froh, dass ich sie für mich entdeckt habe und spielen konnte. Und jetzt bleibt mehr Zeit für Discworld. Da habe ich auch sehr viel Arbeit noch vor mir. Und natürlich, es wird ein neues Let's Play geben. Welches es ist, das wird natürlich noch nicht verraten. Und deswegen lasse ich euch jetzt nun mit dem Abspann hier alleine. Das war Kyrandia 3, die Bonusteile. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Schönen Tag euch noch. NRW bei 18. Adieu.